Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Ich bin hier wieder im Wald unterwegs. In einem wunderschönen Hain. Und es ist immer noch Herbstzeit. Und es wachsen immer noch überall ganz wunderschöne Pilze. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Da ist eine. Hier ist ein wunderschöner Fliegenpilz. Ich liebe ja diese Pilze. Einfach herrlich. Und ich habe hier einen kleinen schönen Ort gefunden, wieder in der Nähe meiner Lieblingsbäume, wo ich eben ein Altar aufgebaut habe, wie ihr seht, auf einem Baumstumpf. Und da habe ich ganz wenige Sachen draufgestellt. Hier ein Kelch aus Holz, eine Schale, zwei Figuren, die Göttin und Gott symbolisieren sollen. Und eben ein hölzerner Torshammer. Das sind alles und mein Eisenbergkristall. Das sind alles, also die Holzsachen sind alle handgeschnitzt. Die habe ich so gekauft von diversen Menschen, die das so herstellen. Und ich benutze im Wald sehr gerne Sachen aus Holz. Zu Hause benutze ich auch Metallkelche und ähnliches. Aber ich bin ein Riesenfan von Olivenholz. Ich liebe dieses Holz und ich benutze es auch sehr gerne, weil das für mich so ein Wohlfühlfaktor ist, so ein Wohlfühlholz. Und man ist natürlich mit der Natur, mit dem Wald verbunden durch das Holz. Ja, also ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie weit ihr einen Ort mit einfachsten Mitteln, wenn ihr jetzt nichts anderes zur Verfügung habt, außer jetzt praktisch das, was ich hier stehen habe, oder ihr habt vielleicht nur eine Schale. Was ihr braucht, ist im Grunde Wasser und ein Behältnis für Wasser. Und natürlich ist der Wald ein heiliger Ort, aber ihr wollt ja in diesem Moment um euch herum einen Tempel machen, beziehungsweise eine Stätte, wo ihr die Götter einladet, direkt bei euch zu sein. Und das macht ihr am besten, indem ihr diese Stätte und euch selber einfach mal zu einem Tempel macht. Das heißt, ihr braucht jetzt einfach nur, wie ich hier habe, ganz normales Wasser. Das könnt ihr hier in eure Schale kippen. Ein wenig davon. So. Dann nehmt ihr einfach mal hier entweder so ein von dem Nadelbaum jetzt so ein Ästchen. Ich habe jetzt hier dieses wunderschöne Farnblatt gefunden. Das war schon abgerissen. Also es lag schon so lose auf dem Boden. Ich wollte halt nichts selber abreißen. Ich habe das jetzt einfach genommen, was auf dem Boden lag. Ihr könnt natürlich auch ohne so ein Blatt arbeiten. Aber ich benutze es gerne, weil es so traditionell ist. Dann haltet ihr einfach eure Hand über diese Schale mit Wasser und sprecht einen Segen mit der Handfläche zum Wasser hin. Also ich segne dieses Wasser. Ich segne es im Namen der großen Göttin und des großen Gottes des Waldes. Ihr Allmächtigen, erhört mich. Segnet dieses Wasser, macht es heilig. Ich bitte euch darum. Haltet eure Hand so lange darüber, bis ihr ein Kribbeln oder Wärme spürt. Ich kreise dann immer so ein wenig im Uhrzeigersinn und drücke die Energie praktisch rein. Jetzt habt ihr das Wasser gesegnet. Dann nehmt ihr euer Blättchen, tunkt es in das Wasser und benutzt es wie so einen Wedel. Ich heilige diesen Ort und mache ihn zu meinem Tempel. Zu meinem Tempel, mit dem die Götter zu mir kommen. Ich segne diesen Altar und mache ihn zu einem Heiligtum für die Götter. Ich segne mich selbst, auf dass ich der Götter würdig bin.
So, wenn ihr das gemacht habt, ist praktisch dieser Ort ein heiliger Ort. Ihr hättet jetzt natürlich auch räuchern können, zum Beispiel hier ich mit meinem Sage-Stick. Aber die Sache ist ja die, man hat ja nicht immer was zum Räuchern dabei. Und im Sommer, wenn alles staubtrocken ist, ist das eine denkbar schlechte Idee. Von daher, Wasser ist eigentlich immer so das Einfachste und das Beste, wie man so ein Ritual durchführen kann. Und ihr habt jetzt praktisch euren heiligen Ort. Und jetzt könnt ihr die Götter anrufen, ihr könnt hier Rituale veranstalten und die Götter ehren. Dieses Wasser kippt ihr dann zu Füßen eines Baumes aus. Das, was noch im Kelch ist, könnt ihr als mit den Göttern teilen. Ihr könnt einen Schluck daraus trinken. Und das war es eigentlich auch schon. Also es gibt sehr einfache Methoden, einen Ort heilig zu machen, ihn zu einem Tempel zu machen. So, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.